kommt mir nicht so von oben an. Ja, super. Was denn? Ups, ups. Oh, wo war denn jetzt die Badass-Spinne ja noch her? Keine Ahnung, aber die hat nicht viel aus, sie ist gleich tot. Da kommt noch eine schwarze Witwe. Wo kommen denn jetzt die Spinnen plötzlich her? Verstehe ich nicht. Hä? Ah. Oh, eine Selbstmordspinne. Grasspinne. Keine Munition! Wo kommen denn die Spinnen jetzt her? Ich geht pfui bäh. Oh, guck mal, die hat Iridium fallen lassen, ja. Oh. Hab's mal schnell eingesammelt. Mhm. Mal ganz, ganz schnell. So, da haben wir jetzt hier alles entdeckt, oder? Ja, kein dunkler Fleck mehr auf der Karte. Sehr gut. Aber ich glaube, hier für dieses DLC gibt es gar kein Achievement, wo du alle Orte entdecken musst. Nur für die anderen DLCs. Hier, bitteschön, Claptrap, dein Zauberstab. Ja. Magie ist der Wahnsinn und ich sollte unbedingt damit weitermachen. Magie ist der Wahnsinn. Mit, ich muss euch etwas zeigen. Folge Clap-Clap. Sorry, Clap-Clap. Alter, wie der Stab jetzt leuchtet. Wo geht denn jetzt hin? Was passiert jetzt? Oh Gott. Ich weiß nicht, aber es sieht aus wie ein äußerst magischer Ort hier. Guck mal, hat sogar ein Feuer entzündet gerade. Ach, guck mal. Zauberlehrling. Okay. Naja, genau. Wetten, wir müssen den Erzdämon vernichten? Natürlich. Wenn Claptrap irgendwas beschwört. Der geht ja voll ab, der Claptrap. Ich geh mal schon eine Stille zurück. Ja. Ey, das ist so cool gemacht, einfach. Das magische Bartes. Besenstiel. Der Besen. Lol, jetzt sind's mehr. Gleich hat er eine Besenarmee dort. Ja. Voll gut. Selbstverständlich. Voll gut, ey. Wie, die sind resistent gegen Feuer. Gut, super. Diese Besen sind unglaublich und die habe ich selbst gemacht, ja, GZ. Gut, lass das Blut weiter fließen. Es werden immer mehr. Mit Schleifen gebündelt. Wieso brennt er denn jetzt? Der Besenstiel. Ihr macht das ganz toll, glaube ich. Wie geil, ey. Brennender Besenstiel. Oh, Mann. Ich mag das DLC. Jetzt werden sie größer. Wusch. Brennender Riesenbesenstiel. Ja, das ist natürlich so eine Überraschung.
geben aber auch mehr EP. Mies. Sie sind witzig, sie geben mehr EP. Die machen vor allen Dingen keinen Schaden. Bis jetzt zumindest. Jetzt kommt gleich der Boss-Besenstiel oder so. Oh oh. Level up. Level up. Brennender Badass Riesenbesenstiel. Hast du auch einen brennenden Badass Riesenbesenstiel in deiner Kammer stehen? Selbstverständlich. Wie gut, ey. Einfach nur der Hammer. Oh, super, jetzt macht er uns natürlich. Oh, super. Was? Ich hab mal dein Dingens explodieren lassen. Ja, gut. Es hat direkt 3 Besenstiele getötet. Das ist gut. Brennender Badass. Ach, jetzt hab ich schon wieder irgendwie die Waffe weggeschmissen hier. Wieso schmeißt du immer die Waffe weg? Das ach, vielleicht. Alleine, ganz ehrlich. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, wegen Nessie irgendwas oder so. Nehme ich mal an. Das ist bestimmt die nachteilige Fähigkeit von der Waffe, wenn du, die hat wahrscheinlich eine Chance pro Schuss, dass du die wegwirfst einfach. Irgendwie sowas garantiert. Und wenn du da nicht drauf achtest, ist die einfach fort. Die ist ja auch weggeflutscht. Was? Hier liegt ein Treue-Artefakt. Erhöht Waffenfähigkeit eines bestimmten Herstellers. Ah ja, und unten drunter steht welches? Ja, Jacobs oder sowas. Ja. Was wolltest du noch sagen? Ich weiß nicht. Ja. Raketenwerfer-Schaden, super. Gut, das bringt beides nicht wirklich viel. Ich hoffe, dein Schild, was es da gibt, ist besser für die Quest. Slack-Schaden plus 21. Ich hab Level Up oder was? Ich hab Level Up. Also das Schild, was ich hier bekommen habe, hat 2400 Kapazität. Was? 2400 Kapazität hat das Schild. Ach so. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel deins hatte vorher. Meins hat gerade, Moment, 4200. Na, ja, andersrum. Okay, jetzt krieg ich das. So. Voll gut, den Besen spielen. Er ist wirklich der beste Besenbeschwörer. Der Zauberlehrling. Voll gut. Oh Mann, echter Hammer. Besen, sei es gewesen. Ich glaube, das habe ich mal auswendig gelernt. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Kannst du das noch? Was? Besen, sei es gewesen? Nee. Der Zauberlehrling, das Gedicht? Nee, nie gelernt. Echt nicht? Echt nicht. Was habt denn ihr für eine Ausbildung da? Wir haben den Erlenkönig gelernt. Ja, den hat man, glaube ich, auch. Er reitet so spät. Ja, den hat man auch, ja. Aber wir hatten, glaube ich, verschiedene. Ja, oder ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern, aber das kommt mir irgendwie gänzlich unbekannt vor. Ups. War das nicht das richtige Passwort? Ach, nee. Wie ist denn die Reihenfolge? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott.
Jetzt hab ich die Lösung. Dann sag sie laut. Na gut. Es ist... Pups. Pups. Oh Gott. Ich mach mich tot. Leute, Leute. Hat dir jemand Pups gesagt? Oh Mann. Du musst ja wohl ein echter Stinker sein. Oh Mann. Versuchst alles. A Game of Games. Oh Mann. Was hat jetzt Zauberlehrling hat man? Er hat der Ringe jetzt hier. Was hat man noch? Alles. Das mit den vier Königen ist bestimmt auch aus irgendeinem. Aus irgendwas. So ein bisschen Harry Potter. Mega. Die Pumpkins und der Wald, das ist bestimmt auch irgendwie. Alles einfach, alles. Das ist echt Wahnsinn. Die Skelette zu Anfang. Dann noch ein Hauch. Abscheuß. Warcraft. Hatreds. Shadow. Shadow. Hallo? 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 Erstmal verkaufen. Ich führe Tränke und Rüstungen. Obwohl ich gar nicht so viele hab. Sachen hab, ja. Oh, ich hab zwei Skin-Anpassungen. Wusch. Jo. Brenn mich nieder. Und spür das Fleisch. Als der Hexerturm in Sicht kommt, denkt ihr schon langsam darüber nach, was ihr euch von der Belohnung kauft, wenn ihr die Königin gerettet habt. Vielleicht ein paar Knarren und ein Hacker-Circuit-Reintegrator. Die Dinger sind echt nice. Aha, du kaufst ja also einen Hacker-Circuit-Integrator. Was? Hat deine Macromancerin gerade gesagt. Vielleicht hat ein paar deine Kinder gesagt, irgendwas? Nee, das hast du gesagt. Vielleicht ein paar Knarren und ein Hacker-Circuit-Reintegrator. Ja, natürlich, ich meine. Ja. Oh, ich hätte mir Munition kaufen sollen. Egal. Hier sind Kisten. Wie lange machen wir denn noch? Weiß nicht, mal gucken. Wie lange hast du denn noch Zeit? Nicht mehr so lange. Tja, dann. Gehen wir vielleicht noch kurz nach Sanctuary. Dann kann ich nämlich auch mal wieder ein bisschen von dem Eridium ausgeben. Oh ja, das ist eine gute Idee. So, wir haben ja fast 100. Und die Munition ist nur so schnell alle. Dann wäre das, glaube ich, ganz nice. Wenn wir da mal ein bisschen mehr hätten. Und hier ist halt gerade eine Reisestation, da bietet sich das ja gerade an. Hm, ja. Voll in die edlen Teile. Mhm. Voll in die edlen Teile. Ah, schön. Sanctuary. Und dann kann ich mir auch gerade mal die neuen Skins angucken. Oh, das ist auch eine gute Idee. Hosen mit Punkten. Leuchtende Hosen? Nee. Jeans. Beruhigt mich nicht. Milzfeuer. Okay. Spür das Fleisch. Ah, schlürf alles auf. Buchstabiere Nostalgie. Das ist komplett grau, ey. Brenn mich nieder. Ha! Anmut, wo bist du? Das Brenn mich nieder sieht eigentlich ganz cool aus. Ist zwar nur komplett orange, aber da hat er wie so ein Tattoo drauf. Hm? Oh, ich habe irgendwie keine, die mich so überzeugen. Ja, guck. Was? Ein Tattoo auf dem Bauch. Schick. So. Dann mal hier noch. Mir egal, was du kaufst, aber kauf was! Ups. Was willst du? Ich glaube, ich kaufe Granaten. Hilf dir hoffentlich beim King. Granaten.
Pistolenmunition brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen. Scheiße. Dafür hat tatsächlich jemand was bezahlt. Dann kaufe ich dafür noch Munition. Und dafür noch Munition. So, jetzt habe ich noch 2 Aridium. Was willst du kaufen? So. Ich habe noch genau 0. Ja, komm, schade. Und ich habe ein Badass-Token-Dingsi. Ich habe Medikits gefunden, Leute. Oh, 3 Siebenen. Guck mal, da liegt eine Macromancer-Skin-Anpassung drin. Hm. Moment, Moment. Und hier ist eine Korrosions-Sniper. Moment. Moment, 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 Moment. Moment, Moment, Moment. So, wo liegt doch hier? Oh. Und hier ist eine Sniper drin. Gut du, gespielt. Du brauchen kannst? Wieder 3 Siebenen. Jetzt ist eine Assassin-Skin-Anpassung. Assassin. Assassin. Tschum, tschum. 7 hatte ich noch gar nicht dreimal. Teddy War, irgendwas hieß die doch gerade, oder? Naja, besser hier leben, als von Banditen gekillt zu werden. Niemand's nennt. Sogar wenn wir Hyperion schlagen. Tja, dann will ich das mal hier dingsen. Und bumsen. Der Assassine. Da. Da. Waffenschieber. Oh, gar nicht mal so schlecht, aber jetzt auch nicht so cool. Was denn? Die Skin-Anpassung. Achso. Gar nicht mal so schlecht, aber auch nicht so cool. Okay. Ja. Ach komm schon, ich will 3 World-Symbole oder so haben. Wieder 3. Hier wieder Macromancer-Skin-Anpassung. Schön, das war bestimmt die gleiche. Teddy or Customer Service. Ja, ist glaube ich die gleiche. Warte, ich komm grad mal. Mhm. Die Waffen, die da drin sind, sind nur mal scheiße. Du hast die gleiche, kannst du haben. Naja, ich habe ja keinen Macromancer DLC. Oh, naja, gut. Wieso ist hier eine Pizza als Gegenstand? Weil wir die Nebenquest angenommen haben. Oh nein, guck mal. Ach so. 2 World Symbols und das dritte ist... Ja, ist immer so. Hä? 2 World Symbols? Das war Iridium. Nee, bei mir sind das 2 World-Symbole. Und dann ein... Hm. Ein Psycho-Kopf. Nix. Oh. Na komm. Los jetzt hier. Ich frage mich, was auch die Axt bringt. Die hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Oder was soll... Ach nee, das ist Moxys Bein. Sieht von Weitem aus wie eine Axt. Ach so. Das soll Moxys so? Bein sein, glaube ich. Oh. Puff. Oh nein, und 3 Glocken. Ja. 2. Ich glaube, 3 Glocken hatte ich auch noch nie, oder? Was für Glocken? Ja, diese komischen. Sind das keine Glocken? So, ist es nicht der Kopf von irgendjemandem? Ich weiß es nicht. Komm schon. Mit 3 Kirschen kommen richtig oft. Ich habe jetzt auch wieder 3 Kirschen. 2-mal hintereinander. Ne, da. Markus-Kopf ist da noch drauf. Hier. Ich habe 2 Aridium und so eine komische Glocke. Ja, ich dachte, das wäre irgendwie der Kopf von irgendjemandem. Ne, sieht nicht so aus. Stimmt, das könnte echt ein Bein darstellen. Das ist garantiert Moxys Bein. Das sieht aus, als wären da unten dran Schuhe. Ja, super. Kommt echt nur Mist raus. Aber irgendwie kann man auch nicht aufhören, wenn man einmal angefangen hat. Na, man will dann irgendwas Tolles kriegen. Glücksspiel macht sichtig. Und wenn es nur noch ein bisschen Iridium ist oder so. Och ja. Mann, ey. 777. Sirene, Skin-Anpassung. Gut. Ist noch nicht? Weiß ich nicht, habe ich bestimmt schon, aber. Na, siehst du doch. Das zählt doch für alle Charaktere, wenn du das. Oh, guck mal, 3-mal Iridium. Das sind sogar 8 jetzt. Ne, es sind 10 Iridium gewesen. Ne, 8. Bei mir hat es 10 angezeigt. Ja, du hattest noch 2 übrig. Ach so, ja. Mikromancer, oh, die habe ich noch nicht. Ha. Oh, eine Slack-Pistole. Aber die ist scheiße. Warum sind denn die Waffen ja alle so schlecht?
Mann. Vor allem kriegst du 8 Eridium. Ich habe bis jetzt nur Mist gekriegt. Das ist echt scheiße von dir. Das ist voll unfair. Verzeihung. Hallo? Darf ich nochmal spielen jetzt? Ja, 3 Wurzelbits hatte ich glaube ich auch noch nie. Aber hier 3 die von diesen großen Iridiumhaufen. Ja, super. Was dann Iridium geregnet hat. Ich hatte jetzt nur 2 von diesen großen Iridium-Dingern und dann kam wieder diese komische Glocke. Ist noch Geld raus. Das ist echt unfair von dir. Hier wieder 3 Glocke. Das verarscht mich. Hm. Ganz eindeutig verarscht mich das. Oh, guck mal hier, auch fast. 3,7 hier, die Sirien-Skin und Passant habe ich aber schon. Hier stehen. Hä? Hast du die schon? Oh, ja, die habe ich schon. Ja, stimmt, das wird ja echt so angezeigt. Ich dachte, es wird immer nur so angezeigt, wer mit dem Char da ist. Nee. Zählt für alle Charaktere. Deswegen kannst du jetzt zum Beispiel Psycho-Skin-Anpassung gar nicht erlernen oder freischalten, weil du halt das DLC nicht hast und ich kann die Micromancer nicht freischalten. Ach so. Oh, auch wieder fast nur. Na, guck mal, genau das gleiche haben wir. Nee, irgendwie nicht so. Du hast 2 Iridium und 1 Dingens und ich hatte 2 Psycho-Köpfe und ein was anderes. Hä, wird da was anderes angezeigt? Ja, wahrscheinlich wird da was anderes angezeigt. Weil ich hatte 2 War-Symbols. Oh, jetzt habe ich 2x2 Iridium. Und dann kommt der Psycho-Kopf. Das kann einfach nicht wahr sein. Gib mir doch mal was Gescheites. Ach, wieder! 2 War-Symbols, Psycho-Kopf. Oh. Mein Inventar ist voll. Böses Inventar. Das ist echt dämlich. Ich hoffe, du bist geimpft. Nein, bin ich nicht. Lalala. Boah, so viele Waffen. Reiz freigeschaltet. Micromancer kann ich nicht. Ja, ich habe zumindest, glaube ich, nichts schlecht gemacht. Bis vielleicht 5000 oder so bis jetzt schlecht gemacht. Hm. Ganze Zeit gespielt. Oh. Wie, was hast du denn jetzt wieder gekriegt? Nur sie reden, ist genau eine Passung schon wieder. Eine, die du schon hattest, oder was? Ich schon hatte, glaube ich. Achtung, Granate! Kannst du die mal rausschmeißen? Oder mal handeln mit mir? Vielleicht habe ich die noch nicht. Ja, warte. Ich schalte jetzt erstmal hier. Ja. Boop. Das ist schon wieder eine Granate. Weil die hat die übste Reichweite, die trifft dich da hinten noch. Oh ne, die hatte ich wohl doch noch nicht. Ach ne, doch. Super. Immerhin einmal 3 Eridium, also einmal Eridium dreimal. So, da liegt sie. Och komm. Ach nice. Mal freischalten hier. Sichel Waldhof. Lalala. Ich muss gleich auch mal verkaufen. Oh. Immerhin. Man hat 1300 gekriegt. 1400 kostet einmal spielen. Achtung, Bombe. Achtung. Was? Achso. Achtung, was? Bombe! Och Mann! Zweimal Markus und dann einmal der. Ich frage mich, was auch bei dreimal Markus passiert. Achtung! Granate! Das hätte ich trotzdem noch erwischt. Ja. Hätten wir schon ewig weg. Oh Mann, wieder nur zweimal Markus. Na, no, wieder nur zweimal War-Symbol. Das sind 2x3 Iridium. Und wieder nur zweimal Moxies Bein. Das ist echt zum Kotzen. Oh ey. Das nervt. Ich will was Cooles kriegen. Naja gut, whatever. Ich verkaufe jetzt den Scheiß noch. Ich hab nicht so ein Glück wie du. Aber wir haben Iridium. Ich hab doch auch nicht so ein Glück. Natürlich, das fette Iridium gekriegt, da. Ne? Das war einmal. 20, okay, ich kann mir doch nichts. 16. Scrappy! Immerhin 12 Iridium gewonnen. Ist ja oh, eine schlecht. Blaue Waffe. Was hast du denn gewürfelt? Ja, schon nicht so gut. Dreimal das Bein. Achso, da kommt eine blaue Waffe, zeig mal.
Oder hast du schon aufgenommen? Ja, nimm du ruhig. Mein Inventar ist jetzt voll, dann gehe ich jetzt kaufen. Achso, okay. Warum habe ich meinen Psycho-Modus angemacht? Nee, die ist, obwohl die explodiert beim Nachladen, das könnte viel Schaden machen, aber an sich ist die kacke. Ja, aber dann kannst du ja verkaufen. So, na gut. Dann geht's das nächste Mal weiter. Mit A Game of Games. Ja, wer weiß schon, worauf das anspielen wird? Ja. Ich hab echt keine Ahnung. Ja, Moment, ich verkaufe gerade schon. Nee, passt schon. Okay. Mal gucken, was uns so erwartet beim Befreien der Königin dann beim nächsten Mal. Tja.